Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Ihnen und euch allen ein herzliches Willkommen heute Morgen hier zu unserem Gottesdienst. Wir feiern trotz Corona mit Freude, trotz des Krieges in der Ukraine in diesen Tagen Fastnacht oder Karneval, um auch zu zeigen, dass die Machthaber, die Diktatoren dieser Welt nicht alles im Griff haben. Andere fliehen wiederum vor diesen Tagen. Doch jede und jeder soll es so halten, wie es ihr, wie es ihm gut tut. Eines aber wünsche ich uns, dass diese Feier hier uns gut tut, weil wir uns neu verbinden lassen mit Gott, dem wir alles leben und alles Gute verdanken. Uns allen eine frohe und gute Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Corona hier, Corona da, jetzt ist schon wieder Februar. Doch was ist los in diesem Haus? So mancher sieht ganz anders aus. Tja, wieder fällt der Umzug aus, doch machen wir das Beste draus. Heute haben wir so richtig Zeit für Faxen hier, ihr lieben Leid. Denn Lachen ist doch so gesund. Sieht man wegen der Maske auch keinen Mund? Ein Gott der Freude ist unser Gott. Das ist mehr wert als ein Jackpot. Drum ist er die perfekte Adresse. Das feiern wir in dieser Messe. Empfangt nun mit mir einen Gast, der bei uns macht eine kurze Rast. Wir grüßen ihn, so ist es schlau, mit einem dreifachen Trittschlau, Trittschlau, Trittschlau. Ein Lachsack hat es uns verraten, Lachen ist gesund. Drum lachen wir ha-ha-ha-ha, grad mit und ohne Grund. Corona hier, Corona da, jetzt ist schon wieder Februar. Doch was ist los in diesem Haus? So manches sieht ganz anders aus. Ja, wieder fällt der Umzug aus, doch machen wir das Beste draus. Heute haben wir so richtig Zeit für Faxen hier, ihr lieben Leute. Denn Lachen ist doch so gesund, sieht man bei euch auch keinen Mund. Ein Gott der Freude ist unser Gott, das ist mehr wert als ein Jackpot. Drum ist Gott die perfekte Adresse, das feiern wir in dieser Messe. Empfangt mit mir nun einen Gast, der bei uns macht eine kurze Rast. Wir grüßen ihn, so ist es schlau, mit dreifachen Trittschlau, Trittschlau, Trittschlau. Ja, hört ihr das? Ich glaub es nicht. Wer kommt denn hier nach vorn? Es ist ein Clown, ganz bunt und schräg, hat er vielleicht Popcorn? Tritt schlau, du bunter Harlequin, was hast du nur dabei? Verrätst du's uns, du Frohana, das wäre einwandfrei. Hallo Clown, wie schön, dass du gekommen bist. Du hast ja sogar was mitgebracht. Sag mal, was hast du denn da in deinem Bollerwagen? Ja, da bräuchte ich jetzt ein paar Helfer. Die haben wir gleich hier, das ist kein Problem für uns. Greift mal rein und holt eine Sache raus. Was ist denn das?
Die dürft ihr jetzt auspacken und jedem Kind ein Röllchen zum Ausblasen verteilen. Kein Fasching ohne Luftschlangen. Sie können fliegen. Sie können miteinander verbinden. Menschen und Räume. Wir Menschen sind wie Luftschlangen miteinander in Verbindung. Das macht das Leben bunt und lebendig. Guter Gott, in der Pandemiezeit leiden zwischenmenschliche Beziehungen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Ja, Clown, das waren jetzt die Luftschlangen, doch hast du noch mehr dabei? Na, selbstverständlich. Wer möchte mir denn jetzt helfen? Greift mal rein. Was ist denn das? Die sind ja wunderschön. Schaut mal, die können wir, glaube ich, da auch bei uns hier im Gotteshaus festbinden. Menschen sind auch verletzlich. Nicht immer gehen sie feinfühlig miteinander um. Guter Gott, immer wieder verletzen wir einander. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Ja, war das nun alles oder hast du noch mehr dabei? Na klar, hab ich noch was. Was habt ihr denn jetzt gefunden? Hüte. Ja, schaut mal, ob jemand da ist, der vielleicht keinen Hut heute dabei hat und er nicht verkleidet ist und eventuell einen Hut aufziehen würde. Lieber freiwillig melden. Kein Fasching ohne Verkleidung. Mit der Verkleidung sehe ich anders aus als sonst. Ich kann mich verstecken oder in eine andere Rolle schlüpfen. Menschen gehen maskiert durchs Leben. Oft nicht nur zu Fasching. Aus Angst zeigen sie oft nicht ihr wahres Gesicht. Guter Gott, immer wieder fällt es uns schwer, offen und ehrlich zu sein oder uns als Christen zu outen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. So, mein Wagen ist jetzt leer, aber er hat bestimmt ein schönes Lied für uns. Thank you.
deiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott, Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Frieder unter uns. Denn du allein bist der Heilige, der höchste Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, so zur Ehre Gottes des Vaters. Gloria, Ehre sei Gott, die den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lasset uns beten. Guter Gott, es ist schön, zu dir zu kommen und miteinander zu feiern. Wir freuen uns, dass du uns mit unseren Masken, Träumen und Wünschen annimmst. Du schenkst uns neue Ideen des Friedens und der Liebe. Wir wollen diese frohe Botschaft hören durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Überlasse dich nicht der Sorge, schade dir nicht selbst durch Grübeln. Herzensfreude ist Leben für den Menschen. Frohsinn verlängert ihm die Tage. Überrede dich selbst und beschwichtige dein Herz. Halte Verdruss von dir fern. Denn viele tötet die Sorge und Verdruss hat keinen Wert. Neid und Ärger verkürzen das Leben. Kummer macht vorzeitig alt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen,
Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen, und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die frohe Botschaft an Fasenacht habe ich in Reim und Vers gebracht. So ist es Sitte, so ist es Brauch, was Narren tut, tue ich dann auch, so bringe ich euch denn bitte sehr gereimte Verse zu Gehör. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So haben wir es schon früh gelernt, so wird's uns als Kind gelehrt. Doch Jesus dreht den Spieß herum und formuliert es andersrum. Was du von anderen willst erleben, was du dir wünschst, dass sie dir geben, das schenke ebenso auch ihnen, dann werdet ihr einander dienen, weil jeder jedem gerne borgt, weil einer für den anderen sorgt. So seid ihr füreinander da, so klappt der Kram, das ist doch klar. Jedoch, ihr Leute, es ist nicht komisch, die Welt ist wirklich nicht harmonisch. Das Leben, das ist keine Frage, ist manchem Last und vielen Plage. Man steht dem Nächsten oft im Wege, man kommt den anderen ins Gehege, man steht nicht füreinander ein, man tritt dem Nächsten gern ans Bein, man streitet hier, man streitet dort, es ist egal an welchem Ort. Ob Syrien, Afghanistan, Irak, Indien und Pakistan, sei es Nahe Osten, Nordkorea oder in Afrika, Eritrea, USA und Mexiko, Russland, Ukraine und anderswo. Statt Friede, Freude, Heiterkeit herrscht häufig Krieg und noch mehr Streit. Da geht's ums Erbe, dort um Land. Man hat sich mehr und mehr verrannt, man hat's am Anfang gut gemeint, am Ende ist man Spinnefeind. Man schießt sich aufeinander ein. Man will ja nicht der Dumme sein, der schwächer ist und ganz am Schluss dann auf der Strecke bleiben muss. Wir sind es gewohnt, nur zu gewinnen und den ersten Platz erringen. Wenn aber jeder stur beharrt, auf seinem Standpunkt nur verharrt, kann sich im Leben nichts bewegen, gibt's Hass und Streit statt Heil und Segen. Weil unsere Haltung oft verkehrt, Jesus uns neue Wege lehrt. Beim anderen nämlich sind wir schlau, sehen ihre Fehler ganz genau, sehen jeden Mangel, jeden Splitter und kritisieren hart und bitter. Wir möchten gerne korrigieren und über andere triumphieren, wollen oft mit Freude und Entzücken auf andere stolz herniederblicken. Wir finden, und das wäre doch gelacht genug, was andere falsch gemacht, weil uns der anderen Fehler nicht entgehen,
die wir mit Adleraugen sehen. Die Haltung, nennt Jesus frank und frei, ist mehr als bloße Heuchelei. Wenn wir auf andere Leute zeigen, auf alles, was die so vergeigen, dann weist ein Finger auf den anderen, doch drei in unsere Richtung wandern. Drei Finger machen uns bewusst, vielleicht habt ihr sogar gewusst, bevor du andere kritisierst, dich über Fehler amüsierst, bedenke bitte frei heraus, wie sieht's in deinem Leben aus? So vieles gar nicht gut verlief, es ist manches krumm und manches schief, drum schiele nicht nach nebenan, was denn der andere hat getan. Verurteil nicht, wird's nicht dem Messer, in Wahrheit bist du auch nicht besser. Denk an den Satz, tu was dafür, ein jeder kehr vor seiner Tür. Wenn wir auf unser Leben blicken und manches krumme gerade rücken, dann haben wir genug zu tun und keine Zeit, um auszuruhen, zu lästern und uns abzumühen, um über andere herzuziehen. So können wir durch unser Leben auch Kindern schon ein Beispiel geben. Wie wir die frohe Botschaft verstehen, kann man an unserem Handeln sehen. Den Baum erkennt man an der Frucht, die man dort findet und versucht. Am guten Baum wird uns verkündet, man immer gute Früchte findet. Ein schlechter Baum, das ist doch klar, bringt schlechte Früchte übers Jahr. Die Wahrheit steht, das ist nicht dumm, bereits im Evangelium. Ein anderer Satz steht auch noch dort und Jesus setzt sein Beispiel fort. Ein guter Mensch trägt gute Saat, die reift und wächst und Früchte hat und guten Samen weiter streut, an dem so mancher sich erfreut. Die Freude, das will ich noch sagen, beherrscht in diesen Fastnachtstagen die großen Leute und die kleinen. Wenn in Schule und Beruf man kennt die oft zitierte Redensweise, ganz ohne Fleiß gibt's keinen Preis. Und freilich gilt das auch als Christ, tagtäglich man gefordert ist. Wir werden damit nie fertig sein, zu üben Glaubensdinge ein. Damit man das auch wirklich schafft, bedarf es Fleiß, Geduld und Kraft. Dazu wünsche ich uns Fantasie, denn langweilig wird es dann nie. Vertrauen wir auf Gottes Segen auf allen unseren Lebenswegen. Gott ist der Herr von Raum und Zeit, er führt uns in die Ewigkeit. Mit unserem Reden, unserem Handeln können wir die Welt verwandeln. Ja, im Sinne Jesu Christi leben, anderen ein gutes Beispiel geben. So wollen wir Gottes Namen preisen, ihm Lob und Dank und Ehr erweisen, zu jeder Stund, bei Tag und Nacht und auch sogar an Fasenacht. Lasst bleiben uns also in Gottes Namen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Bekennen wir nun unseren Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lieber Gott, öffne bitte allen Menschen auf der Welt die Augen für die bunten Farben des Lebens. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, bitte mach die wieder froh, die traurig sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, bitte hilf uns, Augenblicke der Freude zu genießen. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Lieber Gott, bitte lass uns dabei helfen, andere froh zu machen. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Lieber Gott, bitte gib uns Menschen, die mit uns lachen können, wenn wir mal traurig sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Lieber Gott, die Menschen in der Ukraine und im russischen Grenzgebiet müssen derzeit um Leib und Leben fürchten. Sie erleben, wie Leid und Tod in ihre Städte und Dörfer einziehen. Hunderttausende sind auf der Flucht. Sende den für diesen Wahnsinn Verantwortlichen deinen Geist der Liebe, damit sie umkehren und den Krieg sofort beenden. Und schenke den geschundenen Familien Kraft und Hoffnung. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Guter Gott, du bist unsere Freude und unser Glück. Dir haben wir unsere Bitten gebracht. Höre aber auch die vielen Unausgesprochenen, die ein jeder von uns persönlich im Herzen trägt. Und erhöre sie durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir und er
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du selber hast uns diese Gaben geschenkt, die wir auf den Altar legen. Nimm sie an als Zeichen unserer Hingabe und gib uns die Kraft zu einem Leben nach deinem Willen, damit wir einst den ewigen Lohn empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, Herr, du bist heilig. Die Sonne durch dich scheinen, du bist heilig. Wenn die Menschen rings uns weinen, du bist heilig. Regen stehen, lass heut keinen, du bist du, weil es so gut tut. Loszulassen, bist heilig. Du hast die links und rechts die Klasse, bist heilig. Die Menschen links und rechts die Klasse, Herr, du bist gut, weil es so gut tut. Heilig, Herr, du bist heilig. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, lieben Welt. Wir preisen deinen Tod. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in deiner Kirche berufen und bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Heute Morgen denken wir im Gebet besonders an Irmgard und Franz Loret, an Barbara und Sohn Rudolf Loret und verstorbene Angehörige, sowie an die Verstorbenen der Familien Scheel und Färber. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es wirklich. In diesem Vertrauen dürfen wir Gott unseren Vater nennen und so beten, wie sein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Friede geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Sünden. Schau vielmehr auf das Gute, das wir tun, auf unsere Liebe und den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Schenken wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei. Seht in diesem geteilten Brot, Jesus Christus, er ist das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele. Suche Friede und jage ihm nach. Der Leib Christi. Die Heilige Kommunion wird hier vorne und dann auch im hinteren Teil ausgeteilt. Bitte kommen Sie bankweise nach vorne. Wir beginnen zunächst mit der einen Seite, wo der Kommunionhelfer dann steht, und anschließend dann die andere Seite, damit wir uns da nicht in die Quere kommen. Es kommt auch jemand auf die Empore. Thank you.
feiern Gemeinschaft. Kommunion heißt, wir feiern ein Glaubensfest, was Jesus mit den Jüngern gefeiert hat. Wird heute wahr, wunderbar, ein Glaubensfest. Halleluja, ein Glaubensfest. Halleluja. Kommunion heißt, wir feiern Gemeinschaft. Kommunion heißt, wir feiern ein Friedensfest, was Jesus seinen Freunden versprochen hat. Wird heute wahr, wunderbar, ein Friedensfest. Halleluja, ein Friedensfest. Halleluja. Kommunion heißt, wir feiern Gemeinschaft. Kommunion heißt, wir feiern ein Hoffnungsfest, was Jesus allen Menschen verheißen hat. Wird heute wahr, wunderbar, ein Hoffnungsfest. Halleluja, ein Hoffnungsfest. Halleluja, ein Friedensfest. Halleluja, ein Friedensfest. Halleluja, ein Glaubensfest. Halleluja, ein Glaubensfest. Halleluja.
Lasst uns beten. Guter Gott, du bist ein Gott der Freude. Froh haben wir dein heiliges Mahl gehalten. Du willst, dass wir froh und glücklich sind. Wir danken dir für alles, was uns froh macht. Wir danken dir für das Lachen. Du kennst unsere Sehnsucht nach Freude. Darum hast du uns Jesus geschenkt. Hilf uns, ihm nachzufolgen, damit wir ein glückliches, erfülltes Leben haben. Amen. An dieser Stelle Ihnen allen zunächst mal ein herzliches Dankeschön, dass Sie der Einladung zu diesem Gottesdienst gefolgt sind und auch den Mut hatten, verkleidet zu kommen. Vielen Dank dafür. Danke auch allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren, hauptsächlich vom Chor Kreuz und Quer und auch euch, liebe Kinder, dass ihr mitgemacht habt. Ein Applaus habt ihr dafür verdient. Der Clown, der soll uns nicht nur Freude an ein paar wenigen Tagen im Jahr bereiten, sondern immer wieder uns eine Anregung sein, das, was Jesus in dieser Welt hineingebracht hat, nämlich diese frohe Botschaft, dass Gott uns liebt, dass er unser Wohl ergehen will, hinaus in die Welt zu tragen. Und das vielleicht in eine trostlose Welt, wie sie gerade ja vorfinden. Gott ist ein Gott der Liebe und des Friedens. Da, wo Krieg, wo Unruhe, wo Hass herrscht, da hat auch Gott keinen Platz. Beten wir vor allem für die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland, damit dieser Krieg baldmöglichst endet und wieder Friede einkehrt. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Der Herr sei mit euch. Er segne und behüte euch, der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge die Sonne Gottes möge dich umarmen, möge dich